Und falls ihr euch fragt, wann dieses lustige Almost Playly mit Pokémon kommt, heute um 20.15 Uhr. Ja. Eigentlich ein Abbinder, aber der wurde wohl vergessen. Ja, und ihr habt gesehen, am Samstag von 12 Uhr bis zum nächsten Tag 12 Uhr, 24 Stunden Vault 404, unser Fallout-Event. Nils wird Fallout 3 durchspielen und zwischendurch haben wir einige lustige Unterhaltungen. Zum Beispiel, es gibt einen Retro-Club, es gibt einen Almost Daily, die nuklearen Winterspiele veranstalten wir. Und heute natürlich, heute Abend, Halo 5 Guardians mit Simon, Moody, Bell und Mental ist dabei. Und die spielen im Community Beef gegeneinander, mit euch, gegen euch und so weiter. Aber warum sind wir jetzt eigentlich noch hier? Wir sind du musst darauf hinbauen, denn jetzt kommt das Highlight. WWE 2K16 ist angesagt, ist gerade frisch rausgekommen. Dennis und ich waren ja vor einiger Zeit unterwegs im Namen der Ehre. Und der Liebe. Sind wir sowieso immer unterwegs im Namen der Liebe. Und konnten vor ein paar Monaten schon mal eine Vorabversion kurz. Schusion? Konnten die da anspielen? Kann man die überhaupt sehen? Ja, kann man so sehen. Aufpassen, dass da nicht so ein bisschen Reibung entsteht. Ja, wir konnten WWE 2K16 anspielen und das ist jetzt gerade frisch rausgekommen. Wir haben die PS4-Version jetzt hier für euch am Start und werden in den nächsten eineinhalb Stunden da chillig reinschauen. Wir haben uns vorhin unterhalten, was wollen wir denn alles zeigen? Es gibt die ganzen Modi, die wir machen können, aber ja. Lass uns einen Creative Wrestler bauen. Genau, wir werden, also wenn ihr euch ein bisschen mit den WWE-Spielen auskennt, werdet ihr sicherlich wissen, dass gerade die Spiele in der Hinsicht überzeugen, dass sie zum einen viele Wrestler beinhalten. Genau. Wir können gerne schon mal aufs Ingame schalten, Regina. Ja, wir wollen jetzt mal bauen in den Menüs. Es gibt verschiedene Erstellungsmöglichkeiten. Ihr könnt Superstars, da seht ihr Superstars erstellen, Movesets machen, Einzüge etc. etc. Ganz viel kleinteiliger Kram für euch. Und wir haben anderthalb Stunden und wir werden jetzt die... ich will die volle Pulle ausnutzen. Ich will jetzt den schönsten oder besser gesagt den besten Charakter Wir wollen mit euch über den Twitch-Chat jetzt praktisch einfach mal einen Charakter erstellen. Und die erste Frage, die wir natürlich stellen wollen, sollen wir einen Superstar oder sollen wir eine Diva erstellen? Und ihr könnt jetzt, wir haben zum Beispiel nicht diese fancy Abstimmungstools, die wir zum Beispiel bei Beards haben, schreibt aber einfach eben bitte in den Chat, oder auch per Twitter, ich habe Twitter auch offen, ob wir eine Diva oder einen Superstar erstellen können. Genau, es wird quasi Charakterdesign durch Komitee. Und wir wissen ja... Komitee? Durch Komitee, ja. Überall, wo ein Komitee dran ist, ist auch ein Komitee drin. Kann nichts Schlechtes dabei rauskommen. Nein, ich habe auch ganz gerne, wenn ich die alten Wrestling-Spiele gespielt habe, mir selber einen Charakter gebaut. Damals, als ich noch die Matt Hardy langen Locken hatte. Mhm. Und dann sah mein Charakter tatsächlich ein bisschen aus wie Matt Hardy ein bisschen. Okay. Mit dem habe ich dann, so eine coole Entrance gegeben, der diesen Robot getanzt hat. Das konnte man machen dann auch so. Aber vielleicht gibt es das jetzt hier ja auch. Wie sieht es gerade aus im Moment? Es geht sehr stark in Richtung Diva auf jeden Fall. Geht es echt in Richtung Diva? Diva ist natürlich die Bezeichnung für alles, was nicht mit drei Beinen unterwegs ist in der Welt. Oder du, wenn du keinen Snickers bekommst. Das stimmt. Wer kennt sie nicht, gute Werbung? Diva. Wir machen eine Diva. Okay, dann machen wir eine Diva. Dann da, Roman Reigns haben wir schon fertig. Oh. Dann werden wir eine Diva bauen. Und wir werden gleich die mannigfaltigen Optionen sehen. Da werden wir mal schauen, wenn wir dann, wir werden nicht jeden einzelnen kleinen Punkt sozusagen zur Abstimmung Bescheid geben, aber wenn es um größere, um wichtige Entscheidungen, wo wir sagen, dritte Brust ja oder nein. Ja, das wäre lustig. Bist du denn immer, wenn du dir Charaktere erstellst? Ich tanze erstmal mit denen ein bisschen. Zu der Musik auch. Ja, so das sieht aus wie in dem neuen Drake-Video, habe ich gehört. Bist du denn jemand, hast du dich selber gemacht oder hast du Fantasiecharaktere erstellt? Beides. Ich habe also versucht, mich selber nachzustellen. Das haben die meisten gemacht. Bei den alten WWE-Spielen, bei Tony Hawk 3 habe ich das gemacht zum Beispiel, dass ich dann mit meinem Charakter rumgelaufen bin. Aber irgendwann habe ich dann einfach wirklich Fantasiecharaktere gebaut, einfach weil es böse ist und vor allem, weil du dann irgendwelche anderen nachmachen kannst. Du kennst doch diese Videogame Championship Wrestling, wo die Leute quasi in den alten WWE 2K-Spielen Bowser nachgebaut haben, der gegen Sonic kämpft und Hideo Kojima und sowas und dann haben sie durch den Computer antreten lassen, ja, und sowas ist damit auch möglich. Hier, die beiden, die wir hier sehen, das bedeutet nicht, dass wir ein Tag-Team bauen, sondern man kann seine Ringkleidung und seine Einzugskleidung, also bei dem Entrance, kann man verschiedene unterschiedliche Kleidung ranpacken, deshalb sind zwei Personen hier jetzt gerade zu sehen. Wir würden das irgendwie alles in eins machen. Ja. Genau, also wir werden gucken, es bietet sich an. Wir werden erstmal ein Gesicht uns aussuchen. Es gibt natürlich diverse Vorlagen und wir sehen schon, das perfekte Gesicht ist schon da. Mystik, oder was? Ist ein bisschen Mystik, oder? Ja, und das Blaue, wo du jetzt drauf bist? Ja, es dauert nur ein bisschen, bis es dann geladen hat, das Gesicht. Erstmal gucken, wie das ausschaut. Ja, als Vorlage
ist das schon relativ nah dran, oder? Also die Farbwahl finde ich schon mal ganz gut. Ja. Obwohl, was können wir denn sonst da? Was, haben wir denn irgendetwas, was so erkennbar ist? Ansonsten haben wir ja sehr, sehr viele Details. Das ist jetzt Mystique und ganz unten rechts ist das Nicki Minaj, oder? Hier, Nicki mit dem Arsch. Nein, die hat ja keine blauen Haare, Nicki Minaj, oder? Und färbt sich die doch auch mehr. Und das hier, ja, die Vorlagen, die sehen nicht unbedingt wie irgendjemand Bestimmtes aus. Und die jetzt, wenn du einen nach rechts oben gehst, die sag mir die Nummer einfach. 16. 16. Die sieht auch, ja, es gibt mehrere 16, scheiße. Ja, da über links 16. Die hier? Die sieht so ein bisschen aus wie die aus Orange is the New Black, die Drogensüchtige. Sind nicht alle drogensüchtig, deswegen sind sie im Knast? Nein. Gut, lassen wir nicht den Zombie nehmen, sondern die sehen alle ein bisschen zombiehaft aus. Hier so pink, noch in ihrer Rap-Phase. Lass uns einfach die jetzt nehmen, das ist schon abgefahren. Okay, alles klar. Dann Hautfarbe, gucken wir mal, was wir hier alles wählen können. Wir haben natürlich das. Alter, wir können echt im Farbspektrum wählen mit der Haarfarbe. Ja. So, ich mach das mal. Ich frag mal noch weiter in den Chat: Hautfarbe realistisch oder außerirdisch? Ja, wir wissen, das Schminken hier eigentlich schlumpfen. Ja, also das Ding. Ja, okay, wir können, jetzt ist es blöde, weil ich der Community jetzt die Entscheidung abnehme, aber wollen wir nicht eine Schlumpfine bauen? Ja, lass eine Schlumpfine mal. Das, okay, das ist jetzt ein Veto, das nehmen wir jetzt einfach, wir bauen Schlumpfine. Ja, so, weil sie bräuchte noch ein bisschen nicht so ganz dunklen blauen Ton, sondern... Deswegen gehst du auch in schwarzen. Naja, weißt du, sobald du unten im Spektrum da bist. Rechts, das ist knalligeres. Ein bisschen knalliger, ein bisschen blauer. Nee. So. So, ja. Das würde ich auch sagen, dass das blonde Schlumpfine Haare ist. Hatte Schlumpfine? Warte mal, wir wollen das Speichern annehmen. So, Haut- und Gesichtspartien. Wir brauchen jetzt ja nur so Haare, brauchen wir. Genau, eigentlich. Genau. Lass uns mal gucken, was die Optionen hier sind. Frisur. Da. Also Schlumpfine. Wir müssen ja auch eine Haube aufsetzen. Ja, aber mach jetzt erstmal Frisur. Da unten ist schon, da sehe ich da eine da über. Da war die 16, hier? Ja, die meinst sieht schon. So? Lass uns die hier mal nehmen. Wir wollen Schlumpfine bauen, aber am Ende kommt Gargamel bei raus. Guck, das ist doch Schlumpfine. So, ja, es hat was, das stimmt. Okay, das ist die Vorlage. Streifenhörnchen. Okay, alles klar. Farbe. Nee, blond ist es schon, ne? Es ist nicht weiß bei Schlumpfine. Es ist eher schon blond, das Haar, ja. Das können wir lassen, das finde ich gut. Und Schminke kann man eigentlich auch fast so lassen. Also wenn Schlumpfine in die Schlumpfdisco geht, würde ich ihr auch so ein Make-up zutrauen. Ja, gucken wir mal. Lippenstift, der ist schon ganz, ganz dicht. Augen-Make-up würde ich vielleicht auch. Ich würde ihr aber dann eher, also nicht diese komischen Zombie-Augen geben. Nee. Next week, WrestleMania, we gonna destroy you! Au, Alter! Ah, der hat mir voll auf den Kopf gehauen! Sag mal, ist das so, wenn ihr mit Gino trainiert, immer so, oder? Ja, und während Hannes und Gunnar vorehelich einen harten Sex gerade haben und Dennis mit dazugeht, heißt das, ihr seid jetzt verlobt, oder? Lass mir doch jetzt hier nicht das Format kaputt machen. Von diesen Fake-Wrestlern. War da gerade was? Ich hab nichts mitbekommen im Moment. Gesichtsbemalung, Augen-Make-up. Keine Zombie-Augencreme, keine Zombie. Ja, ich weiß, aber ich will mal gucken, Haar- und Gesichtspartie. Ich glaube, die Augen kann ich hier noch gar nicht auswählen. Was ist dein Porträt-Scan? Habe ich beim C-Spiel gemacht. Ah, man könnte sich selbst sein Gesicht einscannen, genau. Ne? Aber ich glaube, wir sehen beide nicht so sehr nach Schlumpfine aus. Okay, Gesichtsverformung. Nein, dann nehmen wir mal an. Gebe ich den Jungs gleich auch mal eine Gesichtsverformung. Das sieht doch schon aus wie Schlumpfine. Das ist doch schon mal was, ja. Aber was ist mit den Augen? Ja, ich konnte beim Gesicht, ich habe die Augenpartie nicht so direkt gefunden da. Es müsste wirklich Haar- und Gesichtspartie sein. Augenfarbe, da haben sie es gemacht, okay. Blau würde ich machen, ne? Es sollte eher... Okay, warte mal, das sind die Augen selbst, das ist die Iris. Ach Gott, das annehmen. Was ist denn mit dem Rest hier? Augen-Make-up.
Ja, die Musikauswahl in dem Spiel ist auch ganz, ganz kurios. Ja. Nee, ich kann nur das Innere der Augen wählen. Aber die Pupille musst du doch irgendwo. Ja, also da geht's anscheinend nur. Siehst doch du? Da. Ja, aber. Ja. Oder wo sollen wir Großen so richtig. Hallo. Ja, wie macht die so? Da war sie gerade beim Augendoktor und hat sich hier die Pupillen dilaten lassen. Jetzt müssen wir nur noch das Make-up irgendwie wegkriegen. Da unten so. Augen-Make-up. Einfach wegmachen. Wie kann man den wegmachen? Löschen, geh mal auf und dann. Nee, geh mal einfach nur nach rechts oder mach das automatisch dann. Entsteht da entfernen. Leg mal nicht so schnell. Wo steht denn Viereck. Ach, Teil entfernen. Okay, ich guck nach E. Hä? Ja, ich hab. Er muss so, erstmal laden. Er muss erstmal laden, das ist entfernt. Und jetzt müsste man das auch noch weiß machen, wie die Augenbrauen. So, das entfernen wir mal auch. Das zweite. Okay, Wimpern müssten wir ihr. Oder was haben wir? Was ist hier auch noch rot? Hallo Gunnar. Was denn zum Beispiel? Dein Stolz hast du eben verloren, Gunnar. Dein Stolz hast du verloren. Die Wimpern. Die Wimpernfarbe, doch. Ich will nicht die rot, sondern will ich auch eher weiß, oder? Oder was wollen wir ihr geben? Ihre Haare zittern so schön. Ja, die sind auch wie so lange. Steht unter Strom, die gute. Wie so lange Spaghetti, ein klein wenig. Alles klar, jetzt finde ich so eine sexy Schlumpfine, oder? Ah, es ist wieder weg. Warum? Ich hatte das so aufwendig gemacht. Ach komm. Wimpern. So. Farbe. Oh, Sunway One ist bei uns im Chat. Hey, Sunway One, how are you? We're sorry. For all of this. We have to do this. So. Also. Und jetzt? Zurück. Alles klar. Annehmen. Also, annehmen. Ja, wahrscheinlich war es das jetzt hier. Ja gut, das ist eine gute Schlumpfinengrundlage gerade im Moment. Wir brauchen nur noch eine weiße Mütze und ein weißes Kleid. Jetzt sind wir fast schon bei einem Maroon 5-Video gelandet, oder? So ein bisschen aus wie Adam Levine hier. Ja. Komm, wir wollen nicht Zeit verlieren. Hier Kleidung, weißes Kleid. Ja. So wie deine Großmutter. So, sie braucht aber erstmal einen Hut. Ja. So eine Schlumpfine-Kappe. Ja, dann mach hier so ein Plüschding. Ich glaube, das kommt am nächsten. Meinst du? Nee, rechts unten. Das hier? Ja. Aber nee, da ist ja die Ohren dran. Das finde ich. Ja, das macht doch nicht in weiß. Meinst du? Nur für den Einzug nutzen. Ah, okay. Ach, sind die Mützen nur für den Einzug? Gehen wir jetzt nach R1. WWE-Hüte. Nee. Okay, es sind alles nur Einzugshüte. Was macht ihr denn da? Okay, ich gehe jetzt wieder. Gut, dann schönes Kleid erstmal. Hörner. Nee, es ist Kopfbedeckung. Kleidungsvorlage, so. Das ist doch Schlumpfine für mich, oder? Das sieht für mich aus wie ein Referee. Aber so würde Schlumpfine wahrscheinlich heute rumlaufen. Ein Schlefferi. Ja, siehst du? Gibt's da nicht noch mehr? Wenn Schlumpfine bei Footlocker arbeitet. Ja. Aber Schlumpfine, da wird der Schröcker hellhörig. Also, Kleidung habe ich tatsächlich hier nur Kopfbedeckung, Oberkörper, Unterkörper. So, dann lass uns hier mal ein schönes Oberteil geben. Das ist meine Schlumpfine. So. So, ist was? Hast du ein Problem damit? Über dem... Leder! Ja, ich gebe. Ja, will ich doch. Lass mich doch mal erstmal. Das dauert seine Zeit. So. Gregor ist ein bisschen aufgeregt. Ja. Bauschlumpfine ja nicht jeden Tag. Annehmen. So, das entfernen. Ja, oh, Babe. More. Okay, alles klar. Dann. Das Hüsle muss dann weiß. Das Hüsle, ja, Unterkörper. Alter, das ist doch alles sehr. Sexualisiert, was die da haben. Ja, warte mal, bis ich hier den Vorbau gebaut habe hier. Nee, am Körper fummeln wir nicht mehr rum. Nee. Achso, dann höre ich aus der Küche Colin schon wieder was? Mir wurde was anderes versprochen. Jetzt noch die Socken weiß und dann. Nee, ich glaube, das Schwarz ist okay als Kontrast, wenn du die schwarz-weißen Schuhe dann noch hast, ne? Oder? Nee, Schlumpfine wird auch weiße Strümpfe. Wird sie ja. Wirklich weiße Strümpfe haben? Ich kenne Schlumpfine da. Du kennst Schlumpfine, auch ein bisschen intimer, ne?
Unterkörper, alles klar. Socken. Hier die 8. Oh, oder? Ja, welche sind wir beides? Alles die Ach, sind so mit sind da Pandas drauf? Ma, ma. Da sind Pandas ja drauf. Ja, nee, dann machen. Also die kannst du noch weiß machen. Ja, Farbe. Hauptfarbe. Und der Chat schreibt doch Vorbau. Doch Vorbau. Nein, wir fummeln an der. Wir lassen den Körper so wie er ist. Wir wollen auch zocken. Ich die finde ich nicht so gut. Ich glaube, ich gebe die anderen und mache sie weiß. Das ist mir zu cute. Okay. Das ist mir zu cute. Zu cute, ey. Zu cute. Nicht für meine Schlumpfine. So, die hatte sie. Farbe. Hauptfarbe machen wir ja, so. Weiß. Und zweite Farbe machen wir schwarz. Ich frage mich, warum dann so viele Spieler Billy Idol auf einmal drin haben. Also nicht, dass ich mich beschwere, aber Metal Gear Solid 5 war auch Billy Idol die ganze Zeit. Vielleicht braucht er wieder Kohle. Weiß nicht. Verkauft seine alten Songs. So. Oh nein, habe ich jetzt gecancelt? Oh, ich habe gecancelt, oder? Ah, Ficky. Verdammt, ich wollte es doch nicht mehr sagen. Gregor. Ja, es ist so, es dauert, ich finde leider immer Menüs, wo geladen werden muss, ne? Das ist immer... Ich glaube, es muss in jedem Menü geladen werden. Das ist ein bisschen nervig, ne? Wo du nicht einfach direkt Farbe, Hauptfarbe, so, annehmen, so, es reicht. Schade, ja. Dass wir keine Mütze haben. Ja, war eigentlich, die Mütze wäre das i-Tüpfelchen. Das i-Tüpfelchen nochmal drauf. Körper. Oh. Sollst du da tatsächlich noch dran rumbasteln? Körper, aber ich will noch mal gucken, was wir machen. Nicht, dass wir gleich noch ein ganzes Moveset. Vielleicht kann ich ja lange Arme geben oder so. Lange Arme. Körperveränderung. So. Ja, meine Schlumpfine isst nee. Gerne mal ein bisschen was. Okay, das finde ich. Ja, aber sie ist auch sehr muskulös. Nee, sie ist ja okay, fit und... Fit und fett, ja. Fit und fett. Fett und fit. Frustfest. Fettes Fett. Nee, so sieht ja auch nicht Schlumpfine aus, oder? Naja, sie hat ja ein bisschen... Sie macht jetzt PX90, Schlumpfine. Was auch immer das ist. Sie ist auch Brienne von Tarr. Also ist ein bisschen hier. Schlumpfine, die muss doch klein sein. Ja, Schlumpfe okay. Sind klein. Ah, ja, guck, die du hast ganz ja recht. Klein. Du hast ja recht. Ist sie so klein. Okay, sie ja, wird, das ist schon richtig so. Ja, ich weiß, man kann sich halt nicht... Sie ist schon ein bisschen zu proper. Ja. Und so muskulös ist... So, nee, das wäre Hungerhaken hier, ja? So, sie müsste eigentlich... Also schon ein bisschen... Also sie kocht ja auch für alle. La, komm, ein bisschen Muskeln geben wir. Ein bisschen, sie ist ja jetzt so. Ja, das ist schon... Das ist schon okay. Gut. Ja. Immer schön die Schultern zurück hier. Yeah. Los, weiter. Ach, ja. Der speichert. Ja, es speichert nur ein halbes Jahr. So, Körperanpassung. Die einzelnen Teile. Also Körperverformung. Was ist denn da rechts passiert? Was ist denn da links passiert? Was ist in der Mitte passiert? So. Also man kann tatsächlich den ganzen Tag an dieser... Gesäßhüfte. Da will ich ja wenigstens mal ein gutes Gesäß bauen, so. Das, so. Guck ein bisschen raus. Aber die linke Schulter ist größer als die rechte. So. Jetzt hat die ein bisschen Schlagseite. Aber dafür ist der rechte Bizeps größer als der linke. So. Warum? Gregor, warum? Was machst du? Mein Bizeps links ist fett und dünn. Wir wissen ja alle, dass Schlumpfine gerne mit rechts arbeitet. Aber dafür ist Oberschenkel links. Warum? Warum machst du sie jetzt kaputt? Oberschenkel rechts ist dünn. Okay. Können wir sie nicht einfach normal lassen? Ja, es ist normal.
Weißt du, Gregor, ich will nicht, dass du bestimmst, was normal ist in dieser Welt. Gregor, du bist zu oft im Internet unterwegs. Auch Schlompfine. So. Dann, haben wir sie, ne? Ja. Wir gehen mal kurz in die Werbung, wenn wir wieder zurück sind. Wir werden mit Schlumpfine unser erstes Match bestreiten. Ich werde die richtig vermöbeln. Oder vermöbeln lassen.